Okay, gucken wir mal nach da vorne. Edna bleibt einfach hier stehen, ist auch gar kein Thema. Ja, so wird's sein. Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattes. Und den Leibhaftigen. Und sie. Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte Was? mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der, wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie. Oh, entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Aber, Mathis. Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber. Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte Nein. nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Aber. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Aber. Netter zu Alfred. Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Oh. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht Nein. nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht Niemals. sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht Alfred! Oh. Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Was? Na? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Aber Edna! Ach du Schande! Aber Edna! Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Dr. Marcel. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung.
Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Ach du Scheiße. Okay. Hören wir auf Harvey und tun nochmal dasselbe Schlimme, was wir früher schon mal getan haben mit seinem Sohn? Oder hören wir auf Dr. Marcel und zerstören Harvey, aber nicht Harvey? Und Dr. Marcel, der hat versucht, grausame Experimente an uns durchzuführen. Aber er hat schon irgendwie ein bisschen recht, aber niemals. Stille. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Aber der lag doch in der Kirche. Der Verrückte. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall entdeckt. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Cool. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Ende. Tja, das soll es dann schon gewesen sein. Edna bricht aus, ist ausgebrochen. Pokis Edna bricht aus. Ach, das Lied aus der Kirche. Das Lied? Ja, es ist vorbei. Jetzt kann ich auch endlich mal wieder ein paar Worte dazu sagen. Ja, das war schon das Let's Play von Edna bricht aus. Ein sehr, 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 sehr lustiges, schönes Spiel haben wir da wieder zusammen spielen können.
Ja, all diese ganzen Leute, die hier noch alle aufgeführt werden, haben ein sehr tolles Spiel gemacht. Harveys neue Augen wird leider dann nicht als nächstes kommen, weil ja das nächste, was kommt oder was jetzt mittlerweile auch parallel läuft, laufen wird, wenn ihr dies guckt, Deponia sein wird. Oh, was ist das? Daedalic Entertainment. Die immer wieder tolle Spiele abliefern. Großes Daumen hoch dafür. Xida. Wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich wieder ganz spektakulär ins Hauptmenü. Ups. Und dann lade ich noch einmal... oh, wo haben wir das denn gespeichert? Das war's, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wie das Ende aussieht, wenn wir auf Dr. Marcel hören. Weil Harveys neue Augen geht ja damit weiter, wie wir uns jetzt gerade entschieden haben. Und dann wollen wir doch mal eben einmal schauen, im Schnelldurchlauf, wie sich die Geschichte verändert, wenn nicht. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere. Ich finde die... Was soll das, Edna? Ach ja. Alfred, du Arschloch! Das bitte ich tue mir doch nicht! Nicht Alfred! Hilf mir etwas! Böses tun, böses tun, was? Böses tun! Fupp, weg ist er! Auf nimmer Wiedersehen, Alfred! Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich konnte doch nicht... Und da kommt ja Dr. Marcel! Du bist es gewesen, dein Vater. Ich musste ihm versprechen, aber ich sah nur einen Weg. Ich wollte dich wie ein Weib. All deine Verrückten. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes. Da, wenn du ihn zerstörst. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören! Sieh doch! Nur ein kleiner. Er ist der. Oh nein. Was? Okay, und dieses Mal werden wir das, ich weiß nicht, vermeintlich Richtige tun. Wir hören auf Dr. Marcel. Aber. Mit einer Zickzackschere. Und der böse Blick von Dr. Marcel. Oha. Oha. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profi-Angeln. Wahrscheinlich die alte Sachse. Hoti ging nicht zurück in die Anstalt. Er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Sehr cool. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Zu Recht, zu Recht. Tja, das scheint es dann ja doch tatsächlich dann komplett gewesen zu sein. Das Ende. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Schön war es gewesen, Spaß hatten wir, jetzt haben wir auch beide möglichen Enden gesehen. Jetzt quatscht er mir gleich wieder dazwischen, deswegen versuche ich mich da ein bisschen zu beeilen. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und Jan Müller Michaelis hat einen ganzen Arsch voll von dem Spiel gemacht. Und ja, wie man mittlerweile auch weiß, hat er auch die nachfolgenden Spiele sehr toll gemacht, die ich natürlich auch spielen werde. Nach Deponia wird dann wahrscheinlich Harveys neue Augen kommen. Oder je nachdem, das wird sich dann zeigen. Bis es soweit ist, ist ja noch ein ganzer Arsch voll hin. Wollen wir den Mond anzünden? Ja! Und nun gut, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut bei den anderen nächsten Let's Plays dann auch wieder mal rein, wenn wir wieder
Deponia spielen und ach, weiß was ich, was ich noch alles nebenbei jetzt im Moment dann mache. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Male. Schnell abbrechen. Und das war's dann. Tschüss.